insbesondere in Großstädten wie Istanbul, Ankara und Antalya hat die AKP die Mehrheit der Stimmen nicht wieder erlangen können und die Wahlen verloren. Während die AKP den Verlust in vielen Städten, so auch in der Hauptstadt der Türkei, hindert, hat sie sich lange gegen den Verlust Istanbuls zu wehren versucht. Erst nach etlichen Widerspruchserhebungen und Neuauszählungen der Wahlurnen wurde nach mehr als 14 Tagen die Ernennungsurkunde dem Kandidaten der Oppositionspartei GHP ausgehändigt. Jedoch ist weiterhin damit zu rechnen, dass die AKP den Verlust der einwohnerreichsten Stadt der Türkei so einfach nicht hinnehmen wird und für Istanbul Neuwahlen beantragen wird. Krisische Zeiten fällt es der Menschheit viel einfacher zu kooperieren und an Herausforderungen zu arbeiten, die ansonsten im Kriegsfall hinten anstehen würden. Vom Nationaltheater. Darüber freuen wir uns, weil sie nämlich im Laufe. Zum Teil 90-95% in den USA gab es diesen Rückgang nie. Ganz im Gegenteil, es wurde weiter aufgestockt, weiter aufgerüstet. Welchen Sinn hatte diese Aufrüstung, wo doch der Hauptfeind, den man jahrzehntelang hatte, wo es diesen Feind nicht mehr gab? Es gab überhaupt keinen Sinn, wenn es nicht darum ging, die Profitinteressen der großen Rüstungskonzerne zu bedienen.